Einen schönen guten Abend, seien Sie willkommen zu Brandenburg aktuell. An meiner Seite Peter Wachsmann. Auch von mir einen schönen guten Abend. Und das sind unsere Themen am Sonnabend. Rückkehr aus Tunesien. Touristen kommen nach Anschlag nach Hause. Lausitzer Erinnerungsweg. Radtour zu abgebaggerten Orten. Und Jubiläumsumzug. Stimmung beim Stadtgeburtstag in Strausberg. Und eine Woche lang feiern sie schon, die Strausberger. Doch jetzt am Wochenende ultimativer Höhepunkt für das 775. Stadtjubiläum. Da haben sich alle ins Zeug gelegt. 2 Jahre dauerten die Vorbereitungen und alles selbst finanziert. Ob durch Vereine, Firmen, Bürger. Und pünktlich zum großen Festumzug heute waren die Straßen in Strausberg krachevoll. Markus Woller. Mit so vielen Schaulustigen haben sie nicht gerechnet. Zum 775. Geburtstag wollten die Strausberger ihrer Stadt ein besonderes Geschenk machen. Einen historischen Festumzug durch die Innenstadt. Von Bürgern für die Bürger. Und die kamen in Scharen. Hoch, lebe der Bauernstand! Hoch, hoch, hoch. Nieder mit dem Adel! Nieder! Als Adam Grub und Eva Spann, wo war denn da der Edelmann? Vereine, Firmen, Schulklassen. Der Umzug hatte außergewöhnliche Dimensionen. Mehr als 1000 Laiendarsteller konnte die Stadt für die Prozession gewinnen. In 80 Schaubildern ging es durch die Geschichte. Der Höhepunkt einer ganzen Festwoche. Ich finde das super. Ich freue mich, weil die Leute sind so schön verkleidet und hier ist endlich mal was los. Ich freue mich, dass die Vereine sich vorstellen können. Ich finde das toll. Ich finde die Kleider alle total cool, hier diese Barockkleider. Wir haben auch die Wolken weggeschoben. Es wird heute nicht regnen, heller Sonnenschein. Ganz toll, ja, weil Enthusiasmus drin ist, Heimatverbundenheit. Also einfach, weil man die Stadt liebt. Begeisterung bei den Besuchern, darauf hatten am Morgen alle gehofft, auf der 1,4 Kilometer langen Aufstellfläche. Heute endlich galt es, sie sollten ihren Teil der Geschichte Strausbergs erzählen. Vom Leben am Struz, wie der Straußsee im Slawischen genannt wurde, bis hin zu abseitigen Geschichten, wie hier dem Besuch der Türken im 18. Jahrhundert. Liebevoll gestaltete Bilder entstanden unter der Anleitung des alten Fritz. Also vor 2 Jahren sind die ersten Gespräche geführt worden, vor 1,5 Jahren begann die konkrete Arbeit und seit einem Jahr bauen und basteln und werkeln die Strausberger. Manche ein ganzes Jahr, manche seit 14 Tagen. Die Schüler vom Theodor-Fontane-Gymnasium probten seit Wochen für einen besonders morbiden Teil der Geschichte. Heute taugt das frühere Schreckgespenst Pest bestens zur Unterhaltung des Publikums. Bürgermeisterin Elke Stadler sieht's mit Freude. Ich bin sehr, sehr bewegt, muss ich sagen, weil man kennt so viele Menschen und die leben so ihre Stadt und das ist so ein ganz fantastisches Erlebnis. Also in so einer Zeit Bürgermeister zu sein, an so einem Tag, ist natürlich ein großes Privileg. Und auch sie durften nicht fehlen, die langen Kerls. Über 300 Jahre ist Strausberg Garnisonsstadt, heute mit dem Sitz des Heereskommandos der Bundeswehr. Der Flugplatz, der wird aber nur noch zivil genutzt. Heute und morgen noch fürs Flugplatzfest mit Antenne Brandenburg, das einen richtig gelungenen Geburtstag abrunden soll. Also vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, morgen geht's dort weiter. Von Strausberg nun in die Lausitz, dort, wo Bergleute geschuftet haben, wo eine Mondlandschaft entstand und nun schon wieder Gras drüber gewachsen ist. Genau dort gibt es bei Spremberg ab heute einen neuen Weg und der führt zu Dörfern, die es nicht mehr gibt. Da kann man nun entlangradeln und wir fragen uns, ist das etwa eine Heimwehtour? Mehr von Theresa Majerovic. Für Joachim Barbour ist es Ankunft an einem Ort, den es schon lange nicht mehr gibt. Reutz, eines von vielen Dörfern, das weggebaggert worden ist. Das ist ungefähr so Mittelpunkt des Dorfes Reutz. Ein Rad- und Wanderweg verbindet seit heute die verschwundenen Orte, die im Tagebau Welzow liegen. 11 Dörfer sind es, die in den 70er und 80er Jahren abgebaggert wurden. Den Weg initiierte unter anderem Klaus-Peter Schulze, der hier damals Lehrer war. Hier war das Lehrerzimmer, hier war der Flur, hier oben war der Biologieraum und hier drüben waren Klassenräume. Und da haben mir schon die Leute auch ein bisschen leid getan. Die sind dann teilweise von großen Bauernhöfen in P3-Wohnungen, P2-Wohnungen umgesiedelt worden. Das war natürlich ein sehr harter Einschnitt. Quasi ohne Entschädigung wurden sie umgesiedelt wegen der Kohle. Für den Frieden und Sozialismus mussten sie immer bereit sein. Besonders makaber war dabei, dass die DDR-Kampfgruppen in ihren leerstehenden Häusern Nahkampf erprobten, auch in Reutz.
im Haus, wo ich Jahre vorher eingeladen wurde von meinen Verwandten zum Mittagessen oder was weiß ich. Und dann war alles geräumt und dann mussten wir dieses Haus da mehr oder weniger stürmen. Das war. Auf insgesamt 48 Kilometer Länge ist es eine Reise in die Vergangenheit. Zu Verwandten und Familienangehörigen, die hier gelebt und ihr Feld bestellt haben. Wir treffen uns ja jedes Jahr da am Ortsdenkmal, um das nochmal mit vielen Revue passieren zu lassen jedes Jahr und Erinnerungen auszutauschen. Die Heimat vergisst man nicht. Der Bergbausanierer Vattenfall hat die Gemeinden beim 100.000-Euro-Projekt unterstützt. Wichtig ist es mir deshalb einmal, um auch das touristische Potenzial dieser sehr schönen, wiedererstandenen Gegend zu betonen und bekannt zu machen. Und es ist mir auch sehr wichtig, dass die ehemaligen Einwohner der verschwundenen Dörfer doch eine Orientierung haben, eine Identität sich erhalten. So dreht nun auch Joachim Babur weiter seine Runden mit dem Rad auf der Umlaufbahn um seine alte Heimat. Kein Urlaub, ein Horrortrip. Der blutige Anschlag an der Mittelmeerküste gestern im Badeort Sousse. 39 Menschen starben, darunter mindestens auch ein Deutscher. Es sei der schlimmste Angriff auf Touristen in Tunesien, heißt es heute. Nach der Bluttat wollen viele nur noch weg und nach Hause. Jade Jasmin Tänzler in Schönefeld bei Ankunft des ersten Fliegers. Trauer kann man nicht sehen, nicht hören, man kann sie nur fühlen, steht auf einem Trauerzettel am Strand in Sousse. 39 Menschen sind hier gestern gestorben, mindestens genauso viele verletzt worden. Unter den Opfern viele Briten und, wie der Außenminister vor einer Stunde bestätigt, mindestens ein Deutscher. Am Mittag am Flughafen Schönefeld. Die Reisenden, die gerade gelandet sind, gehören zu den ersten, die nach dem Unglück aus Tunesien zurückkehren. Sie wollten einfach nur noch weg, sagen sie. Ihr letzter Tag im Urlaub kaum noch auszuhalten. Es war schwer. Also die Nacht hat man kaum geschlafen. Man hat es nebenbei noch alles so verarbeiten müssen. Man hat es aber nicht wirklich verarbeiten können. Also es war wirklich sehr, sehr schwer für uns und auch den Tag. Es war eine sehr gedrückte Stimmung im Hotel allgemein. Es waren alle betroffen. Egal, ob es die Tunesier oder die Touristen waren, es waren alle. Ja, die Stimmung war einfach gedrückt. War schon echt krass, weil wenn du so überlegst, weiß ich nicht, 3 Kilometer zu uns hin, dann hätte es auf jeden Fall uns auch getroffen, definitiv. Der Schock sitzt tief. Der Strand nahe der Stadt Sousse, heute ein Ort der Trauer. Ein Bewaffneter eröffnet gestern das Feuer. Zu dem Anschlag bekennt sich später die Terrororganisation Islamischer Staat. Die Opfer, vorwiegend Urlauber, auch aus Deutschland. Sicherheitskräften bewachen nun das 5-Sterne-Hotel, zu dem der Strand gehört. Auch Teams des Bundeskriminalamtes und des Auswärtigen Amtes sind vor Ort. Die Reiseveranstalter müssen reagieren. TUI zum Beispiel fliegt Urlauber aus der Region mit extra Maschinen nach Hause. Viele Veranstalter bieten einen Krisenservice und versuchen auch die Kunden zu beraten, die demnächst nach Tunesien reisen wollen. Die meisten Reiseveranstalter bieten ihren Kunden an, umzubuchen, zu stornieren oder halt da zu bleiben, je nach Wunsch. Wer nicht reisen möchte, sollte sich an seinen Reiseveranstalter wenden, nachfragen, was es für Möglichkeiten gibt. Da bekommt man die beste Auskunft. Der Strand in der Nähe von Sousse. Dieser Ort war einst ein Traumziel. Jetzt ist er für viele zum Albtraum geworden. Blicken wir auf das weitere Geschehen an diesem Tag. Jetzt wollen Sie mehr erreichen als mit der ersten Kampagne gegen neue Riesenställe in Brandenburg. Mehr von Peter Wachsmann. Mit einem Volksbegehren will das Aktionsbündnis Agrarwende doch noch den Stopp der Massentierhaltung in Brandenburg durchsetzen. Auftakt dazu war heute in Potsdam. Die Initiatoren fordern einen grundlegenden Kurswechsel in der Agrarpolitik. Etwa 30 Mitglieder des Aktionsbündnisses machten am Morgen noch einmal klar, worum es ihnen geht. Mehr Umwelt-, Tier- und Naturschutz in der Landwirtschaft. Es müsse Schluss sein mit dem Bau von immer neuen Mastanlagen. Wir fordern, dass die staatlichen Gelder im Sinne von Subventionen nur noch für Premiumforderungen, also für wirklich artgerechte Tierhaltung und nicht als Mitnahmeeffekt ausgereicht werden soll. Wir fordern das Verbot des Kopierens von Schwänzen und Schnäbel oder die Einführung des Verbandsklagerechts in Brandenburg für anerkannte Tierschutzverbände.
Auch ein neues Gutachten im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums gibt dem Aktionsbündnis Rückenwind. Dieses macht deutlich, dass die Tierhaltung in ihrer jetzigen Form keine Zukunft hat. Am 15. Juli startet das Volksbegehren. 80.000 Unterschriften sind notwendig. Eine vorangegangene Volksinitiative gegen Massentierhaltung hatte der Landtag abgelehnt. Die Bündnisgrünen im Landtag haben eine Korrektur der Kriminalstatistik gefordert. Hintergrund sind die Ergebnisse einer Studie des Moses-Mendelssohn-Zentrums der Uni Potsdam. Danach ist die Zahl der Todesopfer durch rechtsextreme Gewalt doppelt so hoch wie bislang bekannt, nämlich 18 anstatt 9. Wir hatten gestern darüber berichtet. Innenminister Schröter will am Montag bekannt geben, welche Schlussfolgerungen er daraus ziehen will. Die Opposition im Landtag hat Kritik an der möglichen Ernennung von Hans-Jürgen Mörke zum neuen Polizeipräsidenten geübt. Ein Neuanfang sehe anders aus, sagte der innenpolitische Sprecher der CDU Lakenmacher. Seine Kollegin von Bündnis 90 Die Grünen Nonnemacher hätte eine externe Berufung bevorzugt. Am kommenden Dienstag will das Kabinett die Personalangelegenheit Polizeipräsident behandeln. Mörke führt das Amt bereits kommissarisch und gilt als enger Vertrauter seines Vorgängers Arne Feuring. In der Landeshauptstadt haben Mitglieder von Antikriegsinitiativen der Opfer der Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki vor 70 Jahren gedacht. Eingeladen hatte unter anderem der Verein Hiroshima-Platz Potsdam. Zeitzeugin Setsuko Turlo berichtete am Gedenkstein von ihren Erlebnissen vor 70 Jahren. Sie war 13, als der Atombombenangriff ihre Heimatstadt Hiroshima zerstörte. Sie überlebte schwer verletzt. Seit Jahrzehnten setzt sie sich gegen Nuklearwaffen ein. Der Gedenkstein befindet sich gegenüber der Truman Villa. Der damalige US-Präsident hatte den Bombenabwurf 1945 von hier aus genehmigt. Mein Auto, meine Heckenschere, ja, was ist all der Besitz wert, wenn es viel schöner ist, ihn zu teilen? Und der Trend, der dahinter steckt, hat schon einen Namen, Sharing Economy. Schon am kommenden Montag wird sich darum alles beim Deutschen Verbrauchertag drehen. Wir haben schon mal heute nachgeschaut, was sich da alles bei uns so finden lässt. Carsten Zumack mit Beispielen, wo das Abgeben schon mal funktioniert. Schlüssel und Fahrzeugschein gibt nicht jeder so leicht aus der Hand. Für Anja Hansen ist das kein Problem. Das Auto für sie kein Statussymbol. Schließlich gehört die Potsdamerin zu den Mitbegründern des nicht kommerziellen Projektes Stadtteilauto. Das Prinzip: leih dir Nachbarswagen. Ich selber habe lange Zeit kein eigenes Auto besessen und war immer darauf angewiesen, dass mir andere ihres leihen bei mir bei Bedarf. Und jetzt habe ich ein eigenes seit einigen Jahren, was ich aber nicht täglich nutze, was viele Tage auf der Straße steht, wie viele andere Fahrzeuge auch. Und dann finde ich es einfach nur selbstverständlich, dass man das seinem ursprünglich gedachten Nutzen, eben mobil zu sein, auch wieder zuführt. Für diese Idee hat das Stadtteilnetzwerk im vergangenen Jahr sogar den Potsdamer Klimapreis gewonnen. 9 Autos sind hier mittlerweile im Umlauf für insgesamt 250 Mitstreiter. Darunter Erich Benisch. Er zahlt für die heutige Spritztour einen Selbstkostenbeitrag und das Benzin. Ich hatte ein Auto früher, habe das abgeschafft, musste früher viel zu viel Auto fahren und bin jetzt eigentlich froh, hier in Potsdam Fahrrad fahren zu können. Und ganz selten mal gibt es halt diese Art Situation, wo man halt mit dem Fahrrad dann nicht mehr weiterkommt. Teilen statt besitzen, heißt es auch in Michendorf. Hier wurde diese alte britische Telefonzelle umfunktioniert zu einer Bibliothek, in der jeder Bücher abstellen oder eben auch gratis mitnehmen kann. Und in Schöneiche teilen sie nicht nur Gegenstände, sondern vor allem Dienstleistungen. Vor 3 Jahren hat Gabi Zimmermann hier einen Tauschring gegründet, lässt sich heute zum Beispiel von einer Nachbarin die Fenster putzen. Das wird über eine Art Punktekonto verrechnet. Sie selbst näht dafür lieber für andere. Aber das Wichtigste ist wirklich daran die Nachbarschaftshilfe, dass ich Leute in der Gruppe eben kennenlerne. Und vielleicht an 10. Stelle geht es auch mal um Geld sparen, aber eigentlich eher weniger. Eigentlich geht es wirklich darum, dass sich Leute treffen, dass sich Leute helfen, dass sie das wirklich ohne Geld machen können. Weniger besitzen, mehr teilen, die Umwelt schonen. Das findet immer mehr Anhänger in Brandenburg. Auch der Potsdamer Erich Benisch möchte sein Netzwerk nicht mehr missen. Nach dem Motto: gibst du mir dein Auto, gebe ich dir mein Lastenfahrrad, wird ja manchmal auch ganz unkompliziert ohne Geld getauscht. Und wir freuen uns über ungeteilte Aufmerksamkeit, denn wir kommen zu Ihnen dorthin, wo Sie wohnen. Brandenburg aktuell geht auf Tour und Montag beginnt die Reise.
Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg sind wieder zusammen auf Tour. Wir starten in Kleinmachnow, dann geht es nach Wildau, Bernau und Oranienburg bis nach Falkensee. Vom 29. Juni bis zum 3. Juli bauen wir unser Fernsehstudio jeden Tag in einem anderen Ort auf. Tanzen Sie vor unserer Bühne. Seien Sie live dabei, wenn Brandenburg aktuell um 19.30 Uhr auf Sendung geht. Treffen Sie Tatjana Jury, Dirk Platt und Marc Langebeck. Diskutieren Sie mit, was tun gegen Hauseinbrüche? Wie kann man gegen steigende Mieten vorgehen? Wo gibt es Verkehrsprobleme? Erzählen Sie bei einer Fahrt im Robobus Ihre Heimatgeschichten. Die Tour Antenne Brandenburg und Brandenburg aktuell live vor Ort. Kleinmachnow, also unser erstes Ziel. Ab 14 Uhr heizt dann am Montag Antenne schon mal kräftig mit Musik ein. Und bei allem Spaß, bei aller Freude, Fernsehen direkt vor Ort zu machen, wo Sie dann wirklich alles sehen, was wir treiben. Über ein Thema müssen wir reden, die Kriminalität im Speckgürtel. Montag treffen Sie uns also in Kleinmachnow auf dem Rathausplatz. Und jetzt gibt es weitere Nachrichten und die hat Peter. Die Erdölsuche bei Müllrose im Kreis Oder-Spree ist vorerst vom Tisch, das berichtet die Märkische Oder-Zeitung. Demnach hat das Landesamt für Bergbau eine im Juli 2007 erteilte Lizenz zu seismischen Messungen aufgehoben. Der Antrag dazu kam von der zuständigen britischen Firma selbst. Sie begründete den Schritt mit dem jahrelangen Rechtsstreit mit den Gemeinden. Der Corina Musiksommer 2015 ist in diesem Jahr märchenhaft gestartet. Rund 1500 Zuhörer lauschten dem Eröffnungskonzert mit dem Konzerthausorchester Berlin. Unter dem Motto Tausend und eine Nacht gab es Werke von Dvorak, Ives und Rimsky-Korsakow. Bis Ende August sind insgesamt 19 Veranstaltungen geplant. Ein Großteil der Karten sind laut Veranstalter aber bereits verkauft. Jährlich kommen mehr als 20.000 Musikfreunde zu den klassischen Konzerten in der historischen Kulisse der Klosterruine. Drei auf einen Streich. Wildau feiert heute das Stadtvereins- und Feuerwehrfest. Unter dem Motto Wildau hoch hinaus präsentieren sich 25 Vereine und Initiativen. Schon am Nachmittag waren Hunderte auf den Beinen. Das Fest soll noch bis Mitternacht andauern. So viele Besucher wünschen sich für den nächsten Dienstag auch Brandenburg aktuell und Antenne Brandenburg in der Stadt, wenn sie vom Marktplatz live senden. Das deutsche Frauenfußballnationalteam hat bei der Weltmeisterschaft in Kanada das Halbfinale erreicht. Die Mannschaft, in der Tabea Kemme von Turbine Potsdam in der Startelf stand, besiegte Frankreich mit einem hochdramatischen Spiel erst im Elfmeterschießen. Nach gut einer Stunde ging Frankreich durch Nessib in Führung. Doch der Jubel kam zu früh. 4 Minuten vor dem regulären Spielende erzielte Deutschland doch noch den Ausgleich. Žažić verwandelte einen Handelfmeter sicher zum 1:1. Nach torloser Verlängerung musste die Entscheidung vom Punkt fallen. Lavogué mit dem allerletzten Elfmeter für Frankreich und Deutschlands Torfrau Nadine Angerer mit ihrem großen Moment. Die Ex-Potsdamerin hielt den Elfmeter der Französin bravourös und sicherte ihrem Team damit den Einzug ins Halbfinale dieser Weltmeisterschaft. Dort trifft Deutschland nun am kommenden Mittwoch auf die USA. Nicht nur schnell, sondern auch geschickt und mutig. So punkteten heute die Feuerwehrsportlerinnen beim Hackenleitersteigen in Cottbus. Die Stadtfeuerwehr war Ausrichter des Deutschlandcups. Und die Frauen zeigten zum ersten Mal ihr Können mit der Hackenleiter. Gleichzeitig fanden auch die Meisterschaften des Spree-Neiße-Kreises und der Stadt Cottbus statt, sowie die Stadtjugendmeisterschaften. Rund 600 Aktive waren am Start, unter anderem im 100-Meter-Hindernislauf oder der 4x100-Meter-Stafette. Und nun geht's nach Berlin zum Christopher Street Day, der großen bunten Parade, auf der Schwule und Lesben immer natürlich auch ihren Spaß haben wollen. Auf der es aber auch die klare Botschaft gibt, sie wollen Gleichberechtigung, Toleranz, Anerkennung. Und gestern hat in den USA das höchste Gericht die Homo-Ehe für zulässig erklärt. Anni Dunkelmann, hat das heute den CSD irgendwie beflügelt? Also mehr Berlin geht nicht. Bei schlechtem Wetter, Menschenmassen, mehrere hunderttausend Leute sind hier heute am Brandenburger Tor und auf dem 17. Juni. Viele Bühnen, viel Programm und sehr viele, sehr attraktive und sehr große Menschen. Hallo,
Es ist so schön, dich wiederzusehen. Dich auch. Dieser Christopher Street Day ist ein politischerer als sonst. Das ist auf jeden Fall der Wunsch. Ein politisches Statement für die Brandenburger Kuh. Es ist nicht nur ein Wunsch, es ist auch wieder so. Wir haben heute gerade beim... Ich schätze, geh mal aus dem Bild. Lass dich nicht irritieren, wir sind live drauf. Wir haben gerade dieses Jahr wieder gesehen, gerade der erste Wagen. Wir haben so viele tolle Reden gehört von Menschen aus der Community, die ihren Beitrag dazu gegeben haben, wie beschissen die deutsche Politik doch ist. Es tut der Stimmung hier aber ehrlich gesagt keinen Abbruch, oder? Definitiv nicht. Die Stimmung ist der absolute Oberhammer. Dieser CSD dieses Jahr war einfach mega. Und besonders mit Estelle van der Rhön diese Parade anzuführen, das hat so viel Spaß gemacht. Und ich denke, wir haben dem politischen Aspekt dieses Jahr keinen Abbruch getan. Nachdem im letzten Jahr gab es ja Schwierigkeiten mit Organisatoren. Es wurde, die Veranstaltung hat sich gespalten. Es gab verschiedene Veranstaltungen. Dieses Jahr sind wieder alle zusammen. Ja, aber ich glaube, es war nötig, dass das CSD sich mal spaltet, um mal wieder auf das Wesentliche zurückzukommen. Um mal wieder zu sehen, okay, was ist der Community wichtig? Was möchte die Community? Ich meine, ich bin CSD-Drag-Botschafterin seit letztem Jahr. Ich war 2013 Miss CSD. Und verstehe ich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand es letztes Jahr sehr, sehr spannend, wie viele Menschen zu dem anderen CSD gegangen sind, nicht zum traditionellen. Es wird jetzt wieder traditionell bzw. neu und vereint weitergehen. Heute Nacht wird noch bis 24 Uhr gefeiert, auch mit euch zusammen. Auf jeden Fall. Wir sehen uns später wieder in RBB aktuell. Zurück ins Studio. Kommt vorbei! Andy Dunkelmann, ja, danke nach Berlin. Ich feier noch. Und unsere Kollegen von Radio 1 haben zum Christopher Street Day auch etwas vorbereitet, haben böse Kommentare zu Homosexuellen aus dem Internet gefischt und daraus einen Song gemacht. In unserer Redaktion wurde lange diskutiert, ob wir dieses Video in Brandenburg aktuell senden. Und jetzt sehen Sie selbst, hier kommt es in voller Länge, gedreht bei Radio 1. Es singt und spielt Magnus von Keil. Was sollen andere von Deutschland denken, an sowas geht die Demokratie noch zugrunde. Ich bin besorgt, zu Recht, da wird mir einfach schlecht. Ich bin wohl homophob und das ist auch gut so. Heute die Homos und was kommt dann? Nur die Vereinigung von Mann und Frau gebärt Früchte. Immer nur laut und schrill. Ich habe etwas dagegen, wenn man neben mir koexistieren will. Schon mal dran gedacht, was sowas mit dir macht. Es wird immer schlimmer mit den ganzen Homos, du Homo. Und wenn man es wagt und was sagt, wird man gleich verklagt. In Russland, da weiß man noch, wie man mit sowas umgeht. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Sie brachten das AIDS auf diese Welt, sie vergiften die Kinder, sie kosten nur Geld. Und überhaupt finde ich, dass die einen höheren Krankenkassenbeitrag zahlen müssten, so wie die Raucher. Klar bin ich tolerant und hab erkannt, Schwulsein ist keine Sünde. Aber unnatürlich ist es allemal. Ich bin ein Kreis, deshalb bist du eckig und ich bin rund. Du bist krank, ich bin gesund. Du bist der Piss, ich bin der Pott. Du bist ein Mensch, ich der liebe Gott. Vielleicht bin ich blau und du rot. Vielleicht bin ich aber einfach nur ein Idiot. Ein Idiot.
Diese Pferde haben ein ganz besonders ruhiges Gemüt, Kaltblüter und in Brück die Titanen der Rennbahn genannt. Und doch gestern mussten die Veranstalter erst mal ziemlich Nerven haben. Es gab eine Bombendrohung und dann die Erkenntnis, da muss sich jemand auf üble Art wichtig gemacht haben. Heute lief nun wieder alles in ruhigen Bahnen ab. Michel Nowak bei der Traditionsveranstaltung, die jetzt nur noch gutes Wetter braucht. Wunderschöne große Pferde, tausende Zuschauer trotz mittelmäßigem Wetter und ein Boden, der bei den Wettbewerben förmlich vibriert. Die Titanen der Rennbahn sind wieder zurück. Bei der 14. Auflage des Titanenspektakels gibt es eine Premiere. Das erste Mal tritt der Cheforganisator an. Warum, Herr Haseloff? Und vielleicht auch, wie nervös sind Sie vor Ihrem ersten Auftritt? Jetzt habe ich gesagt, jetzt will ich es wissen, ob ich es auch noch beherrsche. Vierspännig, Kegelparcours, Wagenrennen, Zugleistungsprüfung. Was früher selbstverständlich war auf anderen Turnieren, jetzt will ich es wissen. Und nervös sind Sie schon? Das kann ich nicht leugnen. Wir werden Auge und Kamera auf Sie haben. Das Städtchen Brück erlebt an diesem Wochenende die europaweit größte Veranstaltung mit Kaltblütern. Für Thomas Haseloff ist dieser Wettbewerb natürlich ein Heimspiel. Fehlerfreie Fahrt, herzlichen Glückwunsch, Herr Haseloff. Waren Sie zufrieden? Ja, also ich war sehr zufrieden. Mehr war für mich nicht rauszuholen. Sie als Organisator, wenn man an den Himmel guckt, ziemlich bewölkt heute, manchmal auch ein paar Schauer, mehr Sonne erwünscht? Ja, einen Ticken mehr Sonne könnte es schon geben, aber sehen Sie, da hinten reißt es ja leicht auf und wir freuen uns, dass es heute schauerfrei geblieben ist bisher. Und Sie sagen uns doch bestimmt, wie es weitergeht. Ja, kann ich sagen, morgen wird sogar noch ein ganzes Stück besser. In der Nacht kann es örtlich noch Gewitter und Regen geben, die Tiefsttemperaturen 12 bis 15 Grad. Der Sonntag zeigt sich dann freundlich. Regnen wird es allenfalls vereinzelt im Norden. Dazu Ausflugstemperaturen von 19 bis 22 Grad. Neben den Wettkämpfen gibt es auch Shows. Und einige Meter weiter mühen sich die großen Pferde bei Zugleistungsprüfungen. Hier werden jetzt richtig schwere Gewichte gerückt. Dafür wurden diese Kaltblüter übrigens auch mal gezüchtet. Apropos Kaltblut. Wofür steht der Name? Ja, Kaltblut, wie gesagt, ist für Ruhe, strahlt Ruhe aus, Temperament, also alles sehr ruhig und ist, wie gesagt, Arbeitspferd, ne, der perfekte. Geduldig ertragen die Kaltblüter auch plötzliche Regenschauer und das heute am Siebenschläfertag. Wenn die Siebenschläfer Regen kochen, dann regnet es 7 Wochen, so lautet eine alte Bauernregel. Wie gefällt Ihnen das Wetter gerade? Ja, es könnte ein bisschen besser sein, aber wir hoffen, es hört natürlich auch wieder auf. Glauben Sie denn solchen Bauernregeln überhaupt? Es trifft schon ab und zu mal zu. Aber es kommt auf die Region drauf an, weil die Bauernregeln in verschiedenen Regionen gemacht worden sei. Und man kann das nicht jetzt so verallgemeinern. Ja, ich glaube, auf unsere Region trifft es gerade nicht zu, weil es wird in der nächsten Woche eher hochsommerlich. Der Montag bringt letzte Schauer, noch freundlicher der Dienstag. Ab Mittwoch Sonne satt bei höchstens 28 Grad. Also, sonnige Aussichten gibt es auch für morgen. Und Herr Haseloff, was ist Ihr Höhepunkt hier bei der Rennbahn der Titan morgen? Morgen haben wir ein Formationsfahren geplant mit 32 Vierspänner. Hört sich gut an. Die günstigste Karte kostet 13 Euro. Und wir gucken jetzt noch ein bisschen Siebenschläfer. Nee, ich meine Pferde natürlich. Kaltblüter. Aber Siebenschläfer können wir vielleicht auch. Danke, Michel. Heute gibt es auch bei uns eine schöne Überraschung. Wir haben auf Facebook unseren 10.000. Brandenburg aktuell Fan bekommen. Finden wir gut. Und da kann man es auch mal durch die Blume sagen, denn das passt da ganz gut hin. Die hat uns nämlich ebenfalls eine Facebook-Freundin spendiert. Renate Schulze und ihre Rose mit Regen hat den Tag offenbar unbeschadet überstanden. Ja, ab 21.45 Uhr erwartet sie dann Reiko Thal. Er spricht übers Teilen statt Besitzen, dann mit einem Verbraucherexperten aus Brandenburg. Hier gleich die Tagesschau und anschließend geht Adelheid wieder auf Mörderjagd. Dann gehen wir mal lieber nach Hause, Peter. Schönen Abend noch. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja. Die Landeshauptstadt führt ab dem 1. Juli eine neue Übernachtungsabgabe ein. Streit um Bettensteuer. Dresdner Hoteliers ziehen erneut vor Gericht. Ärger um Göltschtalbrücke. Viele Vogtländer fordern freien Blick auf das Denkmal. Fashion aus dem Erzgebirge. Modedesignerin aus Aue feiern Erfolge im Internet. Und jetzt der MDR Sachsenspiegel. Heute mit Anja Köbel.
Guten Abend. Dresden versucht es also wieder. Nachdem die Einführung der Kurtaxe nicht den durchschlagenden Erfolg brachte, das Oberverwaltungsgericht hatte die ja im Oktober vergangenen Jahres als unwirksam erklärt, gibt es ab Mittwoch einen neuen Anlauf. Ab dem 1. Juli wird pro Nacht und Gast eine Beherbergungssteuer von 6,6% fällig. Die Stadt erhofft sich so Mehreinnahmen von 6 Millionen Euro im Jahr. Aus deren Sicht also ein lohnendes Geschäft, aber bekanntlich hat ja die Medaille zwei Seiten. Auch in Dresden. Betten machen Putzen. Wer als Gast in einem Dresdner Hotel schläft, erwartet Qualität. Ab dem 1. Juli wird sich dieser Service in der Landeshauptstadt allerdings verteuern. Mehr verdienen werden die Dresdner Hotelangestellten jedoch nicht. Die Einnahmen aus der Beherbergungssteuer fließen an die Stadt. Kritiker fürchten, dass jetzt die Touristen ausbleiben. Ja, die grundsätzliche Kritik ist, dass die Bettensteuer überflüssig ist. Aus dem Geld wird kein einziger Cent in den Tourismus fließen. Stattdessen werden Streetworker in Villenvierteln beschäftigt. Die Bettensteuer ist extrem bürokratisch. Das ist die aufwendigste und umständlichste Satzung, die es in Deutschland gibt. Und sie wird den ohnehin schwächelnden Dresdner Hotelmarkt noch weiter belasten. Die Stadtverwaltung widerspricht, denn das Geld soll in Werbung für Dresden sowie in Kulturangebote fließen. Dienstreisende sind ausgeschlossen von der Steuer, müssen jedoch umständliche Formulare einreichen. Viele Hotels haben für deren Bearbeitung extra Mitarbeiter eingestellt, denn ein Computerprogramm gibt es nicht. Dresden geht einen Sonderweg, dennoch sehen die Steuerbefürworter viele Vorteile. Für die Dresdnerinnen und Dresdner ist die Tatsache, dass wir eine Übernachtungssteuer eingeführt haben, dem geschuldet, dass die Verwaltung uns ja eine Erhöhung der Grundsteuer, die alle getroffen hätte, und ein Eindampfen des Sanierungsprogramms für die Schulen vorgeschlagen hat. Und da erschien uns der Weg, die Touristen zur Kasse zu bitten, der sinnvollere. Obwohl Beherbergungssteuern auch in anderen Städten existieren, reagieren viele Touristen mit gemischten Gefühlen. Ich denke schon, dass ich noch kommen würde, aber ich würde vielleicht nicht mehr so häufig kommen. Da fahren wir nicht mehr nach Dresden. Warum? Das ist ja, Dresden ist ja schon noch relativ billig im Vergleich zu anderen Städten. Sie kassieren das schon ganz schön. Wenn es für die Kultur ist, dann sollte auch im Prinzip das Geld über die Kultur eingesammelt werden. Also sprich, dann sollte man meinetwegen sagen, bei einer Karte einen Euro mehr oder irgend sowas, ne? Solche Aussagen dürften den Dresdner Hoteliers Sorge bereiten. Großdemonstrationen, schlechtes Wetter, fehlende Kongresse und die Krise in Russland haben der Branche bereits in den vergangenen Monaten deutlich zugesetzt. Doch nicht nur kommunalpolitisch gibt es Entscheidungen, die heftig diskutiert werden. Das betrifft die Landesebene natürlich ebenso. Und das folgende Problem gehört dazu. Als Sachsen noch von CDU und FDP geführt wurde, mussten Windkraftanlagen einen bestimmten Mindestabstand zu Wohnhäusern haben. Das heißt nicht, dass sie deswegen bei den Anwohnern sonderlich beliebt waren. Aber künftig könnte die Ablehnung noch größer werden. Denn die neue CDU-SPD-Koalition hat die Regelung des bis dato üblichen Mindestabstandes verworfen. Auf der Bayerhöhe bei Schmiedewalde im Landkreis Meißen weht immer ein Lüftchen, das die Rotoren antreibt. Kein Wunder, dass der Standort bei Windanlagenbetreibern begehrt ist. Anwohner wie Günther Meyer aber leiden unter den Geräuschen, die die Flügel verursachen und ihm so manche Nacht den Schlaf rauben. Im Alltag merkt man es besonders nachts, wenn die Umweltgeräusche zurückgehen. Also Rauschen, kein gleichmäßiges Rauschen, sondern das Rauschen, wenn der Flügel am Mast vorbeifährt. Nun soll es noch dicker kommen, denn der regionale Planungsverband will ein zweites, noch größeres Areal für Windräder ausweisen. Der Windpark Bayerhöhe nahe dem Autobahndreieck Nossen würde um bis zu 120 Hektar vergrößert mit 200 Meter hohen Windrädern, die bis auf 600 Meter an die Häuser herankommen. Denn seit dem Abrücken des Freistaates von der sogenannten 10H-Regelung gibt es für Anlagenplaner keine Mindestabstände mehr. 10H erforderte als Minimum einen Abstand zu Wohnhäusern, der der zehnfachen Windradhöhe entspricht. Mit einer 10H-Regelung wäre also eine Bebauung von Windkraftanlagen in unserem Bereich nicht mehr möglich gewesen, weil die Abstände sind ja hier 600 Meter und bei 100 Meter Bauhöhe wären das 1000 Meter Entfernung und das gibt das Gebiet dann nicht mehr her. Die 10H-Regelung hatte den Windkraftausbau in Sachsen fast zum Erliegen gebracht. Die CDU-SPD-Regierung will das ändern. Wir sind als neue Staatsregierung der Meinung, wir brauchen keine starren Regelungen, sondern wir müssen da flexibler sein. Und wir wollen das vor allem denjenigen überlassen, die Ahnung davon haben, nämlich den regionalen Planungsverbänden. Die sollen in Zukunft dafür verantwortlich sein, wie vor Ort die Windkraftenergie ausgebaut werden soll.
Für Windkraftgegner wie die Bürgerinitiative gegen Windrödernsche Heide sind das keine guten Nachrichten. Bislang hatte die 10H-Regelung den Bau eines Windparks im Naherholungsgebiet verhindert. Jetzt arbeitet der regionale Planungsverband am Neustart des Projekts. Da ist das hier nichts mehr mit Wald. Das ist eine Industriefläche in Zukunft. Vom Wald, von dem Erholungswert, von den Reitwegen, die ausgewiesen sind, von den Radwegen, die ausgewiesen sind, das ist alles vorbei. Da wird keiner hinwollen. Demnächst werden die Regionalplaner die neuen Windkraft-Vorrangstandorte präsentieren. Betroffene Bürger und ihre Initiativen haben Widerstand angekündigt. Kinder brauchen ein Zuhause, eine liebevolle Familie, auch wenn es nicht die eigene sein kann. Vor 60 Jahren wurde das erste SOS-Kinderdorf gegründet, damals um verwaisten und verlassenen Kindern in der Nachkriegszeit ein neues Zuhause zu geben. Mit einer großen Party auf dem Leipziger Augustusplatz feierte der SOS-Kinderdorfverein heute Geburtstag und bedankte sich bei dieser Gelegenheit bei Mitarbeitern, Helfern und Spendern. Auch Fußball-Zweitligist RB Leipzig hier mit Trainer Ralf Rangnick und Stürmer Terence Boyd gratulierte und versprach Unterstützung. Die Veranstaltung in Leipzig ist Teil und ein erster Höhepunkt der sächsischen Kinderdorfwoche. Ich denke, heutzutage weiß jeder, dass es SOS-Kinderdörfer gibt und vor allem, dass sie den Kindern aus schwierigen Verhältnissen wirklich ein Zuhause geben können, ein liebevolles. Aber wahrscheinlich haben die wenigsten von uns mal hineingesehen in so ein Kinderdorf, haben jemanden kennengelernt, der als SOS-Kinderdorfmutter seine Berufung gefunden hat, so wie Martina Walter. Morgens früh um 6 kommen die kleine Hexe. Martina Walter mit Amelie und Sophie. Vor 2 Jahren hat die jetzt 48-Jährige den Mut gefasst, umzusteigen. Viele Jahre hat sie in der Gastronomie gearbeitet. Nun fängt sie noch einmal völlig von vorn an und lässt sich im SOS-Kinderdorf Zwickau zur Erzieherin ausbilden. Da ich sehr gern mit Menschen und besonders mit Kindern arbeite, war das für mich, als ich gehört habe, ich kann jetzt noch in meinem Alter diese Ausbildung noch einmal als berufsbegleitend durchführen. War das für mich? Das war's. 4 Jahre dauert ihre berufsbegleitende Ausbildung. Aber auch wer schon als Erzieher kommt, muss sich in einem Praktikum 1 Jahr lang bewähren. Denn wer sich hier bindet, bindet sich für mindestens eine Generation, bis die Kinder, für die man Verantwortung übernimmt, erwachsen sind. Aus welchem Holz muss man geschnitzt sein? Ich glaube, man muss schon relativ widerstandsfähig sein. Man muss eine Menge ertragen können und aushalten können. Man muss Lust dazu haben für Kinder, die sonst kein Zuhause haben, in Anführungsstrichen, ein Zuhause geben zu wollen. Die Kinder müssen im Mittelpunkt stehen des Interesses. Genau das wollte der Österreicher Hermann Gmeiner, der halbweise war. Er gründete nach dem Zweiten Weltkrieg die SOS-Kinderdörfer, um verwaisten Kindern in der Nachkriegszeit ein Zuhause zu geben. Daraus entstand die Grundstruktur bis heute. Eine Kinderdorfmutter wohnt mit 4 bis 6 Kindern in einem eigenen Haus. 8 SOS-Kinderdorffamilien bilden in Zwickau den Kern. Der Alltag für sie sieht nicht viel anders aus als für andere Mütter oder Väter. Kinder betreuen, Wäsche machen, einkaufen, kochen. Viel Arbeit, nicht jedermanns Sache. Neue Mitarbeiter schwer zu bekommen. In Zeiten von Work-Life-Balance schauen viele Menschen eher darauf, dass man ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Freizeit und Arbeit hat. Wenn man dann hier als Kinderdorfmutter ins Kinderdorf zieht, den Lebensmittelpunkt hierhin verlegt, dann gibt es sowas wie Freizeit zwar auch noch, es gibt auch freie Tage und Urlaub, aber man gibt schon eine Menge auch auf. Martina Walter ist sich sicher, dass sie für sich die richtige Entscheidung gefällt hat. Ich mag keine Ungerechtigkeit. Und mein ganz kleiner Anteil daran ist es wirklich, mal bis zu 6 Kindern diese Chance, eine Familie zu haben, bieten möchte, helfen möchte, glücklich, eine glückliche Kindheit zu haben. Ihre eigenen Söhne, 15 und 17 Jahre alt, werden bald aus dem Haus sein. Da ist Raum für neue Erfahrungen und Herausforderungen. Neue Erfahrungen und Herausforderungen, wenn auch auf einem ganz anderen Gebiet, sind auch die Basis für einen Preis, der heute zum ersten Mal vergeben wurde. Der Medienkompetenzpreis, verliehen vom Mitteldeutschen Rundfunk und der Arbeitsgemeinschaft der Mitteldeutschen Landesmedienanstalten. Mit ihm sollen Projekte gewürdigt werden, die Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen einen bewussten, kritischen und selbstbestimmten Umgang mit Medien vermitteln. Die Gewinner erhielten in Erfurt von MDR-Intendantin Frau Professor Carola Wille Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.500 Euro. Die Preisträger kommen unter anderem aus Eisenach, Gera, Magdeburg und Leipzig. Nominiert waren 40 Projekte.
Die digitale Medienwelt ist bunt, es gibt unheimlich viele Angebote, es gibt viele Möglichkeiten technischer Art und die Frage ist, wie selbstbestimmt geht man mit diesen Dingen um? Was weiß man über diese Medien? Welche Fähigkeiten hat man technischer Art? Hat man den Zugang zu diesen Medien? Und wie kritisch geht man mit all diesen Dingen um? Und um all diese Themen geht es bei Medienkompetenz. Soweit die Intendantin des Mitteldeutschen Rundfunks, Frau Professor Carola Wille, zur Vergabe des ersten Medienkompetenzpreises heute in Erfurt. Um Kompetenzen geht es in gewisser Weise auch rund um die Göltstahlbrücke oder vielmehr um Kompetenzgerangel zwischen Umweltschutz und Tourismusbranche. Denn obwohl die größte Ziegelsteinbrücke der Welt nicht zu übersehen ist, richtig gesehen wird sie nicht. Die Göltstahlbrücke, gebaut aus mehr als 26 Millionen Ziegeln, 574 Meter lang, 78 Meter hoch. Ein imposantes Bauwerk. Aber zu sehen ist davon nur noch die Hälfte. Die größte Ziegelsteinbrücke der Welt, zugewuchert von Sträuchern und Bäumen. Eins der berühmtesten Fotomotive des Vogtlands. Touristen bekommen es nicht mehr in voller Schönheit auf ihre Kamera gebannt. Es wäre schöner, wenn sie die Gesamtansicht wäre, ja. Dass nicht so von den Bäumen alles so verdeckt ist. Und so wie man es eben auf den Postkarten sieht. Ne? Die vorderen Bäume kennten schon weg, damit man die Brücke etwas besser sieht. Hinten die würde ich stehen lassen. Das ist ein Ausflugsziel. Ne? Die Brücke ist der Magnet und nicht die Bäume. Sie plädiert dafür, dass Touristen länger bleiben und sich die Brücke erwandern. Christa Trommer vom Fremdenverkehrsverein Nördliches Vogtland. Aber inzwischen findet auch sie keine Perspektive mehr, wo die Göltstahlbrücke komplett zu sehen ist. Man muss froh sein über jedes Grün, was wächst. Aber traurig ist es schon, dass der Blick leicht geschädigt ist. Vor allen Dingen, man sieht die vier Etagen nicht mehr, die Besonderheit der Brücke ausmacht. Vor 20 Jahren waren noch drei Ebenen der Göltstahlbrücke zu sehen. Und so ist der Blick vom selben Aussichtspunkt heute. Jetzt kommt der zukünftige Landrat des Vogtlandkreises ins Spiel. Rolf Keil will großzügige Sichtachsen schaffen, einen Panoramablick auf das Wahrzeichen des Vogtlands. Ich denke, wenn man von dem Standort hier so rüber guckt, ist ja schon fast die Hälfte der Brücke bewachsen, zumindest das Blickfeld bewachsen. Dann hat man hier mal einen kleinen Ausschnitt, eine Kerbung. Und der Bewuchs geht hier weiter. Und mein Vorschlag war, dass man mit einem Landschaftsplan dort sich mal überlegt, was kann man hier rausschneiden. Eberhard Fröhlich war bis März Naturschutzbeauftragter des Vogtlandkreises. In all den Jahren hat er, wie er selbst sagt, die Bäume vor den Interessen des Tourismus geschützt. Vor allem an den seitlichen Hängen. Der Hangwald ist Bestandteil des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets Göltstahl. Und innerhalb dieses Hangwalds befinden sich also zwei gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 des Bundesnaturschutzgesetzes. Hier brüten Schwarzspecht, Grünspecht, Grauspecht und auch die Hohldaube. In einem sind sich alle Beteiligten einig. Umweltschutz und Tourismusbranche können nur mit einem Konzept unter einen Hut gebracht werden. Aber wer das bezahlt, ist bisher noch unklar. Na, schauen wir mal. So, und jetzt haben wir weitere Nachrichten für Sie, kurz und kompakt. Protest und Solidarität. Nach tagelangen Demonstrationen gegen ein Asylbewerberheim in Freital kamen gestern Abend rund 600 Menschen zu einer Kundgebung für Weltoffenheit und Toleranz. Die Polizei hielt etwa 250 Gegner der Unterkunft auf Abstand. Zwischenzeitlich war die Stimmung angespannt. Es habe aber keine größeren Zwischenfälle gegeben, teilte die Polizei mit. Zwei Asylgegner seien in Gewahrsam genommen worden, weil sie einen Polizisten bedroht und beleidigt hätten. Einweihung. In Penig wurde heute eine neue Produktionsanlage für vollbiologische Klärgruben in Betrieb genommen. Solche Kläranlagen sind ab 2016 Pflicht für alle Hauseigentümer. Das Unternehmen, das auch in China und der Mongolei Kunden hat, investierte 1,5 Millionen Euro in den Standort. Bergstadtfest. Freiberg feiert an diesem Wochenende eines der größten Volksfeste Sachsens. Zum traditionellen Bergstadtfest werden 160.000 Besucher erwartet, die sich in 10 Erlebniswelten und an zahlreichen Bühnen vergnügen können. Höhepunkte sind das Konzert von Andreas Burani, die Wahl der Bergstadtkönigin, eine Studentenparty und die große Bergparade mit Gottesdienst am Sonntagvormittag.
regnet es am Siebenschläfertag, der Regen 7 Wochen nicht weichen mag. Das ist eine von etlichen Bauernregeln rund um den heutigen Siebenschläfertag. Und nun? Es hat geregnet, es schien die Sonne, es war bedeckt, so richtig eindeutig war das Ganze ja nicht am Himmel. Und bevor wir am Ende der Sendung ausführlich auf die Wetterkarten schauen, geht nun erst einmal unser Blick gen Himmel. Was hat er vor, der Wettergott? Was wird er tun? Bizarre, bedrohliche Formen zeichnet er in den Himmel über Leipzig. Im Gohlisser Kleingartenverein Volksgesundung ist man entspannt. Es bleibt trocken. Und hier machen sie sowieso ihren eigenen Regen. Von wegen Siebenschläfer. Es regnet unter ringsrum im Gohlis, in Löckern. Überall regnet es. Gohlis so gut wie gar nicht. Auch Henry Wunderlich glaubt heute, wie so oft, trockenen Fußes davonzukommen. Der Regen, er zieht praktisch bei uns drumherum. Dann kann man Richtung Halle gucken. Da sieht man, da ist richtig schwarz, da gewittert. Da regnet es wie Sau, auf gut Deutsch. Und hier bloß 3, 4, 5 Tropfen und das war's. Kurz darauf regnet es wie Sau. Ja, meine Herren, auch in Gohlis, im Kleingartenverein Volksgesundung. Regen, von heute an 7 Wochen lang. Die Trefferwahrscheinlichkeit dieser Bauernregel liegt bei uns um die 70%, denn die Atmosphäre hat die Kälte des Winters verloren, der Sonnenhöchststand ist da, somit tritt Ruhe in der Wetterküche ein und eine Großwetterlage stabilisiert sich. Und erst im Laufe des Augusts, wenn am Nordpol dann wieder Kälte produziert wird und diese dann in die Nordmeere fließt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit für die Umstellung der Großwetterlage. Es regnet am Siebenschläfertag auch in der Leipziger Innenstadt. Siebenschläfer, ja und? Heute regnet's. Ist doch schön. 7 Wochen Regen. Aber ich glaube da nicht dran. Meine Frau, ja. Sie lächeln? Ja, weil sie glauben an den 7 Schläfer. Mistwetter. Scheißwetter. 7 Wochen lang? Ja. Nee. Keine Angst, kleine Emma. Die Bauernregel vom 7-Schläfer entstand lange vor der Kalenderreform. Nach dem 1582 eingeführten und bis heute gültigen gregorianischen Kalender ist 7-Schläfertag am 7. Juli. Ja, das Wetter kann ja nicht nur dem Sonntagsspaziergang einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn es jetzt wirklich 7 Wochen lang regnen würde, dann wäre man sicher auch in und um Görlitz traurig. Denn in gut 2 Wochen wird die Region wieder einmal zur Filmkulisse. Der MDR startet mit den Dreharbeiten zur Krimireihe Wolfsland. Im Moment ist quasi die Vorhut unterwegs. Ein Mann, der die besten Plätze für den Film aussucht. Wo er ist, ist das Verbrechen. Location Scout Thilo Ulrich sucht die Drehorte für den Auftakt zur neuen MDR-Krimiserie Wolfsland. Der Wolf im Menschen, ja, obwohl man da vielleicht den Wölfen sogar ein bisschen Unrecht tut. Diese stillgelegte Kohlenfabrik soll der Fundort einer Leiche sein. Die Stars Yvonne Katterfeld und Götz Schubert werden in und um Görlitz ermitteln. Im deutsch-polnischen Abenteuerland, im niederschlesischen Wolfsland eben. Weil sich natürlich nach dem Umbruch ja hier die ersten Wölfe wieder angesiedelt haben, was man ja auch ein bisschen als Symbol des Umbruchs dieser Region nehmen kann. Ehemals also industriell, Schwerindustrie, Tagebau. Ich meine, hier war das energetische Herz, sage ich mal, der DDR. Und wir brauchen natürlich auch ein bisschen eine Landmarke, einen markanten Punkt und nicht vielleicht dieses berühmte Frau geht mit Hund durch Wald und findet durch Zufall die Leiche. Der Scout zieht weiter. Berufskrankheit. Man kann natürlich Sachen im Internet recherchieren. Das macht vielleicht 30% aus. 70% ist wirklich klassische, eigentlich Fleißarbeit. Rumfahren, gucken, mit Neugierde in die Ecken schauen, auch mal um die Ecke herumschauen. Das härteste Jahr war 2012. Dann waren es weit über 80.000 Kilometer. Ulrichs Entdeckung, ein mehr als verwunschenes Motiv, ist Schloss Wisa, 5 Kilometer nahe bei Görlitz gelegen. Das Schloss wird Spielort für Zwangsprostitution und Mord, zum Refugium einer dekadenten Männergemeinschaft. Wo dieses Mädchen, dieses polnische Mädchen versteckt ist oder quasi als Prostituierte gehalten wird, würde ich jetzt mal sagen sogar. Und da brauchen wir hier halt so eine Schlafzimmersituation. Das heißt, also Ausstattung wird das dann ein bisschen auftressen. Also 45, 50 Leute sind hier auf dem Objekt natürlich unterwegs. Würdest du so eine Truppe in deine eigene Wohnung lassen? Muss ich diese Frage beantworten? Ehrlich? Nein.
Schlossbesitzer ist die Familie Chaki. Frau und Herr Chaki sehen im Film eine ökonomische und touristische Chance für die Region. Leichtes Spiel für den Scout. Burleywood ist ja ein Begriff und da wollen wir uns nicht ausschließen. Ja. Und das ist ja auch spannend, wenn ja. Was los ist. Wäre natürlich schöner, wenn wir hier ein Dornröschen drehen könnten. Die Verträge sind gemacht, die Absicherung ist da, die Schadensregulierung wird durchgeführt. Das muss ein Vertrauensverhältnis da sein. Schon bald, am 14. Juli, fällt die erste Klappe für Wolfsland. Dann herrscht auf Schloss Wiesa nicht mehr Ruhe, sondern das Böse. Das endet dann hoffentlich nicht so wie bei Loriot. Naja, sich für den schönsten Platz zu entscheiden, dürfte beim Elbhangfest schwerfallen. Das feiern die Dresdner an diesem Wochenende bereits zum 25. Mal. Dabei verwandelt sich der Elbhang zwischen Loschwitz und Pillnitz in eine riesengroße Festmeile. Auf einer Strecke von 7 Kilometern sind 300 Veranstaltungen geplant, beteiligt mit mehr als 2000 Akteuren, und zwar mit Lesungen, Konzerten und kleinen Ständen. Auf der Elbe steigt parallel das 24. Dresdner Drachenbootfestival. 105 Teams mit knapp 2000 Freizeitsportlern gehen auf die 400 Meter lange Wettkampfstrecke. Das Schöne am Elbhang ist ja auch, dass man da viele Leute entdeckt, die mit ausgefallenen Ideen überraschen. Keramik, Schmuck, Kunst, was auch immer. Und auch in Aue gibt es zwei junge Frauen, die mit Mut und viel Kreativität ans Werk gehen. Nicht lange reden, sondern machen ist deren Credo und das vor allem in der Heimat. Die beiden Modedesignerinnen haben sich damit nicht nur ihren Traum erfüllt, sondern auch anderen eine Perspektive gegeben. Willkommen im Herzgebirge. Ja, Sie haben richtig gehört. Herzgebirge. So bezeichnen die beiden Designerinnen ihre Heimat. Aus dem Erzgebirge kommen sie und hier haben sie ihr Modelabel kreiert. My Dear Love, Kleidung für Frauen. Retro und Folklore, gemischt mit zeitgemäßem Design. Wir sagen, Mode machen für große Mädchen mit jung gebliebenem Herz. Und unsere Mode ist schon sehr verspielt und sehr detailreich und dem bedienen wir uns auch immer, aber soll trotzdem eben modern sein. Wie das Märchen, von dem die Studenten der Schneeberger Kunsthochschule selbst sprechen. Die Geschichte begann 2007 mit einer Stoffkiste. Und da waren viele regionale Stoffe auch drin, die in der DDR hier produziert wurden und die haben mich eigentlich inspiriert. Und damit habe ich angefangen und ich habe das einfach mal getestet, ob das funktioniert. Und es ist total gut angenommen worden und so sind wir auch von Anfang an dabei geblieben und haben das weiter ausgebaut. 25.000 Kleidungsstücke haben sie bereits verkauft über das Internet. Die Pakete, sie werden in der kleinen Firmenzentrale in Aue verpackt. Von Annette Weisbach, die auch Rechnungen schreibt und jedes Teil noch einmal genau prüft. Man kann halt auch ein bisschen Herzblut vom Erzgebirge mit in die Welt tragen im Versand. Ob Hosen, Blusen oder Jacken, alles wird vor der Haustür produziert. Jedes Kleidungsstück ist dadurch auch Handwerkskunst aus dem Erzgebirge. Wir sollten auch diese Stärken, die wir vor Ort haben, schätzen. Und wir sollten sie auch weiterentwickeln und weiter ausbauen. Das Herzgebirge, beziehungsweise Erzgebirge, hat ja auch wirklich die Tradition von früher, dass es hier eine große Textilwirtschaft gab. Die ist völlig weggebrochen. Und wir konnten dadurch auch vielen Menschen wieder eine Perspektive bieten, in ihren erlernten Berufen zu arbeiten. 7 Schneiderinnen arbeiten für das Modelabel. Steffi Poller ist eine von ihnen. In Rittersgrün hat sie einen Gardinenladen, näht auch Kissen und Eulen. Und seit neuestem zusätzlich moderne Kleidung. Die 59-Jährige freut sich dabei vor allem über die gute Bezahlung. Für jedes Produkt ist ein anderer Preis und dort noch fertigen wir. Also es entscheidet sich halt, wie lange ich an so einem Teil brauche, ne? Aber der Preis ist fair. Bisher gibt es die Kleidung aus dem Erzgebirge vor allem im Internet und nur in wenigen Boutiquen. Das soll sich mit der nächsten Kollektion ändern. So, jedenfalls wünschen sich die beiden Designerinnen, soll ihr Märchen weitergehen. Auf ein Märchen ihrer Lieblingsvereine hoffen natürlich auch alle Fußballfreunde in Sachsen. In der 3. Liga beginnt in genau 4 Wochen die neue Saison. Und die wird in der Tat etwas ganz Besonderes mit gleich 8 Mannschaften aus der ehemaligen DDR-Oberliga. Und am Ende steht die Frage, wer schafft es aufzusteigen? Aber wissen Sie was?
Genau das verraten wir Ihnen jetzt schon. Sie haben gut lachen. Das Team Sachsen ist die einzige Nationalmannschaft der Welt, die in ihrer Geschichte noch kein Spiel verloren hat. 16 Spiele, 14 Siege, 2 Unentschieden. Also ausnahmslos Siegertypen. Und unsere Experten für Liga 3. Dixi Dörner, Steffen Heidrich und Olaf Renn. Sie haben bei Dynamo, beim CFC oder in Aue gespielt bzw. gearbeitet und legen sich fest. Ich denke ganz klar, dieses Jahr Dresden und Chemnitz haben die besten Karten, die habe ich auch so eingeschätzt, zwischen Platz 1 und 5. Für viele gilt Dynamo als einer der Favoriten, jetzt wo, sagen wir mal, mit Duisburg und mit Bielefeld die wirklich besten Mannschaften weg sind und jetzt die Absteiger nicht so stark sind wie letztes Jahr. Und von daher habe ich Dynamo auch mit auf dem Zettel, aber ich würde mich niemals auf eine Mannschaft festlegen. Und die Veilchen? Vom Abstieg gebeutelt und nun im Umbruch begriffen? Aue wird sicherlich versuchen, nach dem Abstieg aus der zweiten Liga sofort wieder aufzusteigen, aber es wird schwer werden. Ich denke, man muss so ein Übergangsjahr machen. Was anderes ist, glaube ich, Träumerei. Relative Einigkeit also. Das Expertentrio sieht aber auch eine große Gefahr. Fast alle Teams machen mit beim Wettrüsten in Liga 3. Jede Mannschaft, die da drin spielt, die wollen natürlich versuchen, so schnell wie möglich da rauszukommen. Ich sage mal, Profifußball geht in der zweiten Liga richtig los, weil das sieht man auch am Fernsehgeld. Und wie geht man am besten um mit dem Saisonziel Aufstieg in Chemnitz oder bei Dynamo? Die dritte Liga ist nun mal eine Wundertüte. Da tut man sich auch schwer mit großen Parolen vor der Saison. Meistens geht es dann in die andere Richtung. Man muss sich, denke ich mal, auch die Ziele setzen. Man muss nicht nach außen posaunen, man muss hier groß... Ja, in Max machen, sag ich mal, das hat noch nie Siege gebracht. Also getreu dem alten Motto, flach spielen, hoch gewinnen. So, und jetzt schauen wir noch mit Maira Rothe, wer am Himmel morgen gewinnen wird. Sonne oder Wolken. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis morgen. Tschüss.